In USA viele Frauen treffen sich in Gruppen, genannt Feministinnen. Ich finde raus mehr, Jenkui. Also, was bedeutet dieser Feminismus? Es ist die Theorie, dass Frauen und Männer gleich sind. Und zwar in wirtschaftlicher, sozialer... Sehen Sie, gerade haben Sie gelacht. Ja. Das ist das Problem. Glauben Sie, eine Frau sollte gebildet sein? Definitiv. Aber ist das nicht ein Problem, dass eine Frau hat ein kleineres Gehirn als ein Mann? Das ist falsch. Aber Regierungswissenschaftler Dr. Jamak beweist, es hat Größe von Eichhörnchen. Ein Wissenschaftler Ihrer Regierung? Ja, Dr. Jamak. Recht, das stimmt nicht. Gib mir ein Lächeln, Baby. Warum Gesicht wütend? Nun ja, was Sie da sagen, ist sehr erniedrigend gewesen. Wissen Sie überhaupt, was erniedrigend bedeutet? Nein. Wir wollten Ihnen nur sagen, ich konnte mich nicht konzentrieren auf das, was die alte Mann sagen. Jede Frau sollte das gleiche Geld. Alles, an was ich denken konnte, war diese süße Frau in ihrem roten Wasserhäuschen. Wer war diese CJ? Letzte Nacht, ich sehe in mein Hotelzimmer, eine Frau, die heißen CJ, in der Fernseher. Kennen Sie sie? Nein. Sie kommen aus einer Stadt genannt Baywatches. Ach, sie ist nur im Fernsehen. Ihr Name ist Pamela. Sie wohnen hier in New York City? Nein, sie wohnt in Kalifornien. Oh, in der Kalifornien. Er will bei ihr vorbeifahren. Okay, können wir hier aufhören? Hey, ein bisschen lachen, Muschi Maus. Okay, das war's. Das muss ich mir nicht antun. Also, wir sind fertig, wir müssen weg.